Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show. Und in dieser Show soll es um das hier gehen. Das ist eine Verpackung eines Honors, wie man unschwer erkennen kann, eines Smartphones Honor 10. Ich möchte euch das Unboxing zeigen. Es handelt sich dabei um die Farbe Blau, die hier drin steckt, und um die Version mit 64 GB internem Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Ich weiß gar nicht, ob man es lesen kann. Egal, deshalb sage ich es nochmal laut. Das Ganze kommt frisch verpackt daher. Deshalb muss ich das Ganze erstmal hier aufmachen. Und hoffe nun, dass ich das aufreißen kann. Das Honor 10 ist im Grunde genommen das Schwesterprodukt von Huawei oder die Schwesterfirma von Huawei, die hier auch wieder mal ein Monster-Hardware rausgegeben haben mit den bekannten Daten, die man so kennt. Das heißt, es gibt einen 24 Megapixel Monochrom-Sensor gepaart mit einem 16 Megapixel normalen Farbsensor, also Dual-Kamera. Die sollte für ordentliche Leistungen sorgen. Ich sehe gerade, ich habe es falsch, gerade komplett falsch angefangen überhaupt aufzumachen. Das muss man hier unten aufmachen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Also das eben die Verpackung, das Verpackungsmaterial, das kommt recht schlicht daher und wir können das einfach jetzt hier festhalten. Und dann haben wir das schon geöffnet und das Erste, was uns ins Auge springt, ist natürlich das Smartphone selber, wie wir hier sehen können. Und das lege ich mal hier an die Seite, um zu gucken, was noch so mitgeliefert wird an Verpackungsmaterial, könnte man auch sagen. Ja, diese Hülle. Klar, hier die SIM-Nadel. Dann haben wir hier die... den Quick Start Guide, die Garantiebestimmungen und eine Silikonhülle. Die können wir auch nochmal uns anschauen. Das ist also auch, ja, das ist nicht so die billigen, das sind nicht so die billigen Silikonhüllen, sondern das scheint schon eine etwas ordentlichere zu sein mit so einem Papier drin. Also die ist etwas fester als die ja, ultra billigen, die man beispielsweise von Xiaomi oder so kennt. Und sie scheint mir auch nicht so zu riechen. Ja, ein bisschen. Ein Plastik-Eigengeruch, Gummigeruch hat das Ganze schon, aber es ist halt nicht eben dieses ultra-billige, was man vielleicht von Xiaomi-Geräten her kennt. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Wir haben noch einen Schnelllader. Am Schnelllader sieht man dann auch, dass das Ganze eine Schwesterfirma von Huawei ist, weil das ist der Huawei Supercharger, der ausgeliefert wird. Also da hat man die Möglichkeit, sehr schnell zu laden, 2 Ampere, 9 Volt. Quick Charge, nee, Quick Charge ist es ja nicht, weil hier ein Kirin 970 drin steckt als Prozessor, soweit ich weiß. Und das natürlich dann eine komplett andere Geschichte ist, was die Schnellladefunktion angeht. Aber es sollte relativ schnell geladen werden. Natürlich fürs Laden wird auch ein USB-C-Kabel mitgeliefert, mit dem man das ganze Gerät laden kann. Was fehlt, ist ein Kopfhörer, obwohl das Gerät auch einen Kopfhöreranschluss hat. Dazu können wir einfach mal die Unterseite hier uns anzeigen und da sehen wir, neben USB Typ C in den Lautsprecherausgang haben wir auch einen Kopfhörerausgang für Headsets zum Anschließen. Hier sehen wir nochmal die Specs ganz schön aufgelistet. Ich hoffe, man kann es auch einigermaßen lesen. Also es gibt eine Dual-Kamera, 24 Megapixel plus 16 Megapixel, AI-Unterstützung bzw. KI-Unterstützung. Es gibt eine 24 Megapixel Selfie-Kamera hier vorne drauf. Und irgendeiner flippt jetzt gerade aus und schreibt mir irgendwelche Chat-Nachrichten. Es gibt einen Ultrasonic Underglass Fingerprint, der befindet sich hier drunter. Und es gibt einen 5,84 Zoll 19:9 Honor Full View Display. Das befindet sich unter der Folie. Ein AI-Prozessor, der Kirin 970, wie gesagt, mit einer eigenen NPU ist mit dabei. Und 3400 mAh schon ein starker Akku mit eben 5 Volt 4,5 Ampere Honor Supercharge. So, jetzt machen wir mal die Folie ab oder kann man das Gerät rausschieben? Wie geht das hier? Ja, man kann das Gerät rausschieben einfach, glaube ich. Wie macht man das? Ne, man muss es tatsächlich aufreißen, um das Gerät dann in seiner vollen Pracht sehen zu können. Und hier werde ich mal die hintere Folie auch abziehen, weil die hat die E-Mail-Nummer drauf und die möchte ich natürlich nicht, dass die einer sieht. Und deshalb wird die hier versteckt. So, so sieht das Gerät von hinten aus, weil das ist, glaube ich, die schönste Geschichte an der Geschichte an der Seite. Auf der Hinterseite ist, glaube ich, das Schönste, was das Gerät selber angeht, weil das ist halt eben dieses Phantom Blue, so wie es heißt. Und je nachdem, wie ich das ins Licht halte, habe ich einen grün, blau,
Stich und das sieht wirklich schön aus. Wir sehen die zwei Kameramodule hier, wir sehen den LED-Blitz, AI-Kamera steht drauf, das Gerät ist leicht gebogen, wie man hier sehen kann, nach hinten. Dadurch liegt es sehr griffig in der Hand. Wir sehen hier vorne schon das Display, das kommt vorinstalliert mit einer, ja, das ist eine Folie, also da ist eine Schutzfolie drauf, vorinstalliert auf dem Gerät. Ist die jetzt notwendig, weiß ich nicht, aber wir sehen hier ist ein Ausschnitt für den Fingerabdruckscanner zum Drauflegen. Es gibt eine Notch an dem Gerät, 5,84 Zoll, 19:9 Display, habe ich ja bereits schon erwähnt. Das sollte also nichts Ungewöhnliches sein für das Jahr 2018. Das ist das Flaggschiffmodell von Honor 2018, das Honor 10 oder eines der Flaggschiffmodelle. Es gibt ja mittlerweile noch ein paar andere, die sie released haben. Sehr schön finde ich ein IR-Blaster, ein Mikrofon oben dran gebracht. Also falls ihr eure Fernbedienung damit ersetzen wollt, könnt ihr das durchaus machen. USB-Typ-C. Es gibt einen Lautsprecheranschluss auf der Unterseite und natürlich den Headset-Anschluss. Ansonsten kann man hier die SIM-Nadel reinstecken und dann hat man Dual-SIM. Es gibt keinen Micro-SD-Karten-Slot, also man kann den Speicher, den 64 GB internen Speicher, nicht erweitern. Es gibt aber von dem Modell noch ein 128 GB Modell, das dann sogar mit 6 GB bis zu 6 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden kann. Und ja, auf der Rückseite ansonsten nichts. Auf der Seite hier, auf der rechten Seite, sehen wir dann auch noch die Lautstärkewippe, Huawei typisch, und der Powerschalter Huawei typisch, natürlich sehr fest, nichts wackelt oder rappelt hier. Die Kameras, die Kameralinsen, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich versuche es mal irgendwie so zu halten, dass man es sehen kann. Die ragen so ein bisschen hervor, aber das ist jetzt, wenn es hier liegt, seht, hier wackelt es so ein bisschen rum, aber hier keinerlei Probleme. Also wenn man nicht hier drauf tippt, dann wird man es gar nicht merken. Ja, ansonsten Fingerabdrücke, natürlich diese Folie ist wahrscheinlich nicht die allerbeste. Hier haben wir die kleine Höhermuschel, wir haben die 24-Megapixel-Kamera und wir haben den Lichtsensor, gehe ich mal von aus, für das ganze Gerät. Ja, das ist so das Unboxing des Honor 10-Gerätes. Falls ihr Fragen zu dem Honor 10-Gerät habt, könnt ihr die natürlich stellen. Es gibt es momentan in den Angeboten, diversen vorweihnachtlichen Angeboten. Deshalb kann ich es euch empfehlen, eventuell da mal reinzuschauen. Wenn ihr das Gerät haben wollt, gibt es dort eventuell das Ganze etwas günstiger aktuell. Ansonsten wirklich darauf achten, Speicher. Es sind 64 GB genug für euch. Ihr könnt das nicht aufrüsten. Müsst daran denken, Spiele benutzen sehr, sehr viel Speicher, falls ihr Spiele-Freak seid und eben Speicherplatz braucht. Oder falls ihr sehr viele Filme oder Videos oder Musik euch anhört und draufziehen wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass hier der Speicher nicht erweiterbar ist. Ansonsten, Corning Gorilla Glass ist hier vorne drauf. Das kann ich noch sagen. Die Auflösung ist 1080p langgezogen. 432 ppi, das ist, glaube ich, für die Preisklasse vollkommen in Ordnung. Und ja, 4K kann die hintere Kamera kann natürlich auch 4K aufnehmen. Es gibt ein EIS, also einen elektronischen Bildstabilisator. Und alles Weitere werde ich sicherlich in einem kleinen Test oder Erfahrungsbericht dann auch noch posten zum Honor 10. Das so erst einmal das Unboxing des Honor 10. Falls ihr Fragen habt, einfach im Kommentarbereich unten reinposten, ansonsten Like geben und abonnieren natürlich, falls ihr noch mehr von mir und dem Honor 10 erfahren wollt. Das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.